Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Zimmerfrei Special. Heute kümmern wir uns um den Mr. Rouladenwickel, der hier auch schon so ganz fröhlich steht und sich denkt so, yeah, geil, die Wohnung, die möchte ich mir mal angucken. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen hier rauszoomen, so, drücken auf Pause. Da steht da nämlich auch schon so bereit, nach dem Motto so, geil, meine eigene Wohnung, Digga. Also, Stefan Rouladenwickel ist ja unser Rocker-Opa. Nur um ihn jetzt nochmal kurz anzugucken. Er sieht cool aus, er hat Spaß, er hat Freude, er möchte ja auch hier Party-Löwe sein. Im Job hat er noch keine Fähigkeiten, auch noch keinen. Wie gesagt, ihr dürft das alles entscheiden, was die Leute für Fähigkeiten haben sollen, was sie alles können sollen. Er ist selbstsicher, sehr aufgeschlossener Typ, gesellig und tanzwütig, ist ein cooler Opa. Ich würde auch sagen, so richtig so, ja Leute, ich bin's, der Rouladenwickel. Ich hab voll den Spaß, ja. Könnte man als Stimme lassen oder, ja Mann, ich bin für heute genau, yo, 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 yippie, yo, yeah. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stimme für ihn, auch wenn danach meine Stimmbänder für den Arsch sind. Was, warum denn? Das ist doch eine geile Stimme, Mann. Dann laufen Sie mal hier rein, Mister. Kommen Sie mal. Oh ja, geil. Mein eine für Wände, Mann. Ich werde die Wohnung gewinnen. Ich rock das Ding, aber Mann, rocken muss die Wohnung auch erstmal. Aber das kriege ich hin, Mann. Yo. Okay, dann wollen wir mal die Wohnung rocken lassen für unseren Rocker. Und bei ihm kann ich mir vorstellen, dass das alles ein bisschen weniger schickimicki ist. Und ich möchte auch hier wieder die Möglichkeit nutzen, dass wir ja Wände verschieben können. Nicht extrem, aber teilweise können wir die Wände schon anpassen. Ich würde den Flur für ihn etwas länger lassen. Und der Flur geht über in eine teiloffene Küche. Also hier so Essplatz und eine, quasi so ein... Ja. Warte, besser. Teiloffener Bereich. Ja, nee, so nicht. Das ist so niedrig. Das war so. So ist niedrig, ja. Und dann hier sowas. Ich habe sowas irgendwo. Das ist der Unterschied hier von denen noch. Sieht anders, ein bisschen anders aus, ne? Aber ist nicht viel. So. Das sieht doch kaum anders aus. Also ist schon hässlich, aber. Also hier, die gehen halt vor. Oder, aber hier so. Zwischen Metal und Nicht-Metal. Also gucken wir mal, ne, wie das so aussieht. Ah, ich kann mir für ihn total die abgefahrene Wohnung vorstellen. Gucken wir einfach, ob ich das hinkriege. Ich brauche wieder mein bb.move objectes. Oh Gott, das habe ich schon wieder toll geschrieben. Move objects. Jo, it's twerking. Twerking time. Nein, okay, lass mich. Ich bin heute gut drauf. Da bin ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Manchmal. Immer. So, damit das hier einen guten Abschluss hat und die Wand da nicht so komisch aussieht. Ja, ich hatte jetzt gedacht an einen langen Flur und das Badezimmer ein bisschen zurückgezogen, damit wir dann ein bisschen mehr Platz haben für den Garderobenbereich und so. Also man kann halt mal Wände ziehen und verschieben, das ist ja bei Wohnungen so. Klar, es ist cool mit der vorhandenen Wohnung, die man hat, was zu machen. Aber hier in dem Fall würde ich tatsächlich ein bisschen was machen wollen, ein bisschen das anpassen wollen. Da ist jetzt auch die Frage. Ich meine, er ist Künstler, er könnte da sogar selber richtig Wände eingerissen, verarbeitet, verlegt haben. Oh, das ist eine coole Sache hier. Das hätte was für so eine kleine Eckküche. Ja, das machen wir auf jeden Fall so. Ja, ich fange auch mal gleich mit der Küche einfach an. Wenn das jetzt hier so ein wichtiges Element ist, die Tür bitte nach da. Wenn wir schon den Luxus haben, auch bei den Sims, Sachen verlegen zu können. Oh, ich kann mir vorstellen, dass er bringt selber Sachen mit und die sind halt super gammelig. Also er bringt selber seine alte Küche mit und die ist halt mega gammelig. Die ist so voll der Abfuck, wo du dir denkst, so, Alter, wenn du kochst, ne? Nee, können wir was bestellen? Wäre das eine machbare Sache? Können wir bitte bestellen? Ja, das geht das bitte. Nur beim Herd, da legt er drauf Gewicht, dass es cool aussieht. Sowas können wir leider nicht hinstellen, ne? Kann man die überhaupt selber bedienen, die Dinge? Er könnte halt leidenschaftlicher Hobbykoch sein. Also das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ja, er kann hier nochmal kochen. Ich probiere mal gerade aus, ob das wirklich geht. Mal eine Einzelportion Grillkäse.
Oder ob er sagt, da ist kein Platz oder kann er nicht dran? Nee, das schien zu. Das ist wohl machbar. Weil das wäre eine interessante Sache. Oh, er träumt jetzt quasi in seinen Gedanken so vor sich hin, wie er hier schon am Kochen ist. Na, dann lassen wir ihn doch da auch mal stehen und da gerade kochen, wenn er da ist. Ich finde diese Idee ziemlich gut, dass er eine heimliche Leidenschaft fürs Kochen hat, fürs Gourmet-Kochen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und alles so ein bisschen mehr so Rockabilly-Style. Die Skriptanfrage fehlgeschlagen. Tu mir das nicht an. Die Dinger sind so toll. Nein. Oh mein Gott, nein. Nein, seit dem letzten Patch. Oh, die wären so gut gewesen. Die wären so. Ist auch egal, wo ich sie hinsetzen will, ne? Oh, die wären so toll gewesen. Die hätten jetzt so gut hier reingepasst. Na gut, dann um ein bisschen den Grouchy-Style reinzukriegen, nehmen wir mal sowas für die Wand. Die wären halt wirklich, ne? Das wäre schon insane gut gewesen. Naja. Man kann nicht immer alles haben. Dann ist das halt so Deckenlampen. Auch hier würde ich tatsächlich so. Er hat so seinen. Also hat so einen. Rustikal, passt schon irgendwie, Style. Und er hat irgendwie voll das kleine Schlafzimmer, das ist ihm nicht so wichtig, das braucht er nicht so groß und aufdringlich und aufgemotzt. Das muss nicht unbedingt sein, das ist dem Stefan total Latte. Der hat da lieber so ein paar einzelne Sachen, wie zum Beispiel hier so einen coolen Spot. Ne, so ein paar einzelne Hingucker, so ein paar Einzelstücke, die er sehr liebt. Hier könnten wir auch. Ich weiß nicht genau, wie das sein muss, damit es dazwischen passt. Ich packe das gerade mal hin. So, warte. So. Wieso passt du dich da nicht ein, hä? Was willst du dich nicht anpassen hier? Sei mal ein bisschen anpassungsfähiger. Dann ziehe ich das halt per Hand. Ich glaube, ich habe einmal eine saubere Variante genommen, deswegen passt sich das nicht ein. Ja, ich muss ja auch das nehmen. Bin ich schlau. Dann passt. Hallo? Würdest du dich dann bitte da. Was ist denn. Was ist denn dein Problem? Seht ihr das? Oh, komm schon, oh gut. So, dann Fleck an Fleck geklebt. Ja, diese Farbe, weiß ich nicht, ob ich das schwarz nehme, sondern tatsächlich hier diesen ekligen Ton. Ich kann mir halt vorstellen, das hat er irgendwie von seiner Mutter und das sind so übrig gebliebene Sachen und das war alles in diesen Farben. Ja, so uraltes Zeug, ne? Oder von seiner Schwester oder sowas. Und seine Mutter ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Er ist ja auch schon selber ganz schön das alte Semester. Ich würde jetzt sagen, er ist so 60. Ja, okay, dann könnte die Mutti mit 80, fast 90 ja auch noch dran sein und sagen, ja, ich komm nicht mehr besuchen, ey! Ey, Oma! Du kannst dich kaum bewegen, Mann! Ja, ich bin selber nicht viel jünger! Es ist halt so, wenn Eltern früh Kinder kriegen, dann kann man auch mal zusammen sehr alt werden. Das ist eine coole Sache, aber ein bisschen gruselig. Weil das passt zu seinem Lifestyle. Das ist alles ein bisschen open und I don't care. Das finde ich gut. Ich finde, das passt da echt gut. So, ein bisschen Dekoration wollen wir wenigstens auch haben. Da hat man ja ein bisschen so ein Problem, das gleiche Zeug zu haben. Stößt man sich hier nicht den Kopf an den Pfannen? Aber übelst, ne? Ich glaube, die würden mich mega stören. Da würde ich voll ausrasten bei sowas. Haben wir denn da nicht hier? Wir haben ja Messersets. Genau. Nee, hier so. Ja, hier kommt was mit Ketchup und allem drum und dran hin. Wobei, wenn er ein guter Gourmet-Koch ist, würde er sich halt sagen so: Ketchup! Nee, Mann, die voll nicht! Aber ich selber koche auch sehr gerne und ich koche eigentlich sogar ganz gut. Aber ich mag auch Ketchup und ich schmeiße auch überall Mayonnaise dran. Von daher. Kann ich, das ist dann meckern auf hohem Niveau, wenn ich, ne? Ja, so geht auch klar mit so ein bisschen Wein hier. Ja, könnte hier ein Alki-Regal haben. Das könnte ich mir bei ihm vorstellen. Gibt es das irgendwo in welchen passenden Tönen? Das ist dann wenigstens von der Farbe hier passend. Also es ist ein Schmuckstück, das Alki-Regal. Ja, kann ja sein. Da muss man ja mal ausprobieren. Wegmachen kann man es ja immer wieder. Dann haben wir noch irgendwelche Maschinen, so Kaffeemaschinen-Schüssel. Können wir das nicht zusammen hier auf eins draufpacken? So, dann kann er... Warte. Die gehen tatsächlich... Dann kann ich das in Weinflaschen da lassen, weil dann haben wir ja das Regal da. Muss ich gucken, ob das dann passt vom Style. So, eine aufwendige, teure Alarmanlage mit allem drum und dran neben dem Herd ist, glaube ich, gar nicht immer so verkehrt.
Ich brauche hier wieder Garderobe. Oh, ich habe zu wenig Da haben wir Garderobe. Ich bin auch dafür. Ich mag das immer ganz gerne, so eine normale Garderobe aufzustellen, die jeder nutzen kann. Schuh. Und dann hier die Schuhschuhs hin. Ja, ist halt so der typische Garderobeneingang, ne? Ich glaube nicht, dass er der Typ für viele Pflanzen ist. Ich guck mal gerade, ob es irgendwas Gammeliges gibt. Was dann schon eher passt. Irgendwas, das nicht viel Pflege bedarf. Ich muss bei mir auch mal wieder unbedingt gießen. Oder hier sowas. Auch von seiner Mutter. Ey, ich wette, der hat einfach eine steinalte Mutter. Die ist halt einfach schon fast 90. Und kommandiert ihn immer noch rum. Und deswegen ist er halt auch so der Rocker-Dude geworden. Nach dem Motto, so, um sich da ein bisschen weg zu trennen. Und der kriegt solche Sachen immer von seiner Mutter. Oh Mann, meine Mutter, ne? Ist voll die Beste. Und alle so, die lebt noch? Ja, Mann. Mega der Hammer. Aber das würde so ein bisschen so einen durchgeknallten Style halt auch erklären. Das mag ich. Das ist eigentlich so voll der geile CC. Wenn ich den ein bisschen höher hinkriege. So als Dunstabzugshaube. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Dass der höher ist, ist nicht so. Nein. Ja, dann muss das doch der schmale sein. Das macht mich fertig. Dass der da irgendwie... Dann nicht. Was ist jetzt mit dem hier aus? Der wäre sehr weit oben. Also wenn er da professionell kochen will, sieht dumm aus. Du hast so wie wir keine richtige Dunstabzugshaube. Das haben wir auch nicht bei uns, was soll's. So, und dann würde ich sagen, ihr dacht mehr so einen gemütlichen Esswohntisch. Statt so mega Sofa und alles. Es wird recht frei hier im Raum stehen, weil es ihm wichtig ist, da mit Freunden bequem zu sitzen. Und dann hätte ich auch gerne mega die bequemen Stühle hier. Sowas ist mega bequem. Und, ach, ja, das ist nicht die Art von Tisch, an die man was dran stellen kann, anscheinend. Ich weiß immer nicht, warum. Da gibt es hohe und niedrige, ne? Ich glaube, der ist zum Dransitzen. Ja, der ist zum Dransitzen. Das eine ist ja, es ist hoher und der andere ist halt niedriger. So, für 4 Leute. Würde ich so stellen. Dann kann man auch mit den Gästen noch quatschen und alles. Voll geil. Und jetzt gucken wir mal, was wir sofatechnisch hier noch machen können. Ne, 2 Sitzer, kleine Sofas. Ja, wäre halt das hier, wäre halt... Oh, das. Oh, das ist mega der ekelhafte Retro. Oh, da kriegst du Brechreiz bei. Perfekt. Ja, perfekt. Oh, das ist Brechreiz-Retro. Leute, das ist der Brechreiz-Retro schlechthin. Hast du hier auch ein Orange? Komm in Orange jetzt. Wenn man ein bisschen zusammen klüngeln will, hätte man die Möglichkeit, das auch noch hier zu tun. Ist die Frage, möchte ich vielleicht gar nicht mal so, sondern das Sofa ist... Hier steht halt ein Sofa. Wannsesprung-Fernseher? Er ist so gar nicht so der Fernsehertyp, glaube ich. Ich glaube, er glaubt keinen Fernseher. Er ist kein Fernsehertyp. Er hat keinen Fernseher. Er hat eine voll die fette Anlage hier. Die stellen wir so ein bisschen vors Mauseloch und da oben drüber. Wobei, das sieht eigentlich gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so schlimm hier, wenn das da rausguckt. Das ist lieber voll die fette Anlage. Das ist sein Style. Das ist seins. Das passt zu ihm. Oh, das wäre cool. Aber das gibt es nur in so einem hässlichen Weiß. Och nee. Das gibt es hier in der dunklen Swartz. Aber ich bräuchte das ja mehr so einen Braunton. So wie das da halt so. So ein hässlicher Braunton. Gibt es das nicht auch hier so in dem Braunton? Warum sind das immer unterschiedliche Brauntöne? Ihr macht mich fertig damit. Ihr macht mich so fertig mit eurem unterschiedlichen Brauntönen, ne? Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer sich das erst gedacht hat. So, ja, Metal, Leute. Ich gebe mal Music ein und weiß nicht, was ich denn alles finde. Okay, finden wir wenig. Ich gebe einfach nur Musi ein. Vielleicht gibt es in Musik dann noch irgendwie coole Dinge.
ja, er braucht eine Gitarre. Eigentlich bräuchte er die Rock-Legenden-Gitarre. Aber wir nehmen jetzt mal die hier. Definitiv Gitarre und um hier ein bisschen coole Leuten Ständchen bringen zu können und so, gibt es dann hier auch so ein Mikrofon, mit dem er arbeiten kann. Ja, das ist ganz cool. Hatte ich nicht irgendwie CD oder Platten oder sonst irgendwas? CD-Stapel. Alter, ich brauche den Cheat. Ich brauche den Cheat, der mir hilft, hier zu bauen. BB, ignore Gameplay, unlocks Entitlement. Ach, was auch immer. So, jetzt können wir mal CDs ausspucken. Jetzt darf ich die nämlich platzieren. Das ist cool. Könnte ich auch die andere Gitarre nehmen? Music. Könnten wir auch die Gitarre nehmen? Gibt's halt zwei, hat er zwei. Ist doch cool. Direkt nebeneinander hier so. Finde ich ziemlich nice. Bei Deko gab's diese CD, die Plattenstapel. Deko. Ich glaube, das war bei Sonstiges. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gucken wir einfach mal. Ich weiß nicht. Ein bisschen was Unordentliches hätte ich halt einfach auch mega gerne. Wenn ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen unordentlichen Schissel, wo dann so seine Sachen drauf rumstehen. So ein Megafon, mit dem er auf Proteste geht und so ein Krams. Bücher, die überall rumliegen. Ja, das ist super. Das sind Stapel. Jetzt brauche ich brauch hier. Das sind so typische Musikerkoffer. Warte, bisschen wieder nach da wieder. Ja, das ist so richtig der Klassiker von einem Musiker. Das ist das Zeug, das überall da rumsteht. Geil, geil, geil. Platten, Platten, Platten. Wo sind die Platten? Regal der Regale. Ich weiß nicht, ob das noch hier dabei ist. Ich glaube, das könnte dann auch wieder bei den Sachen hier sein. Ihr wisst das, dass wir die haben, ne? Tonnenweise. Wenn ich sie dann finden würde, meine Augen so, ist noch so eine Kiste? Also die sind für beide gleich markiert. Oh, das ist auf, hier kommen sie. Wir müssen auf jeden Fall, müssen hier Platten rumstehen. Und Beatles und solche Sachen. Oh, wir brauchen Regale dafür. Ich pack die nochmal raus, damit wir die schon mal hier rumliegen haben. Oberflächen. Regale. Regalsysteme, dann haben wir solche Sachen, ne. Was wäre denn mal ein cooles Regalsystem? Du wärst mal ein cooles Regalsystem. So und so und so und so und so. Sehr schick. Ich hätte gerne die da. Hier auf dem Regal. Und da von Honoré. Ja, super awesome. Und nein, du kommst hier hin. So. Nein, dreh dich. So ist vielleicht noch ganz cool. Und so, dann haben wir halt überall hier Platten stehen und dann gibt es Fettmucke und so. Bisschen unordentlicher vielleicht. Also es gefällt mir jetzt gerade nicht ganz so gut, dass es so zerklattert. Können die da draufstehen? Tschüss. Dann sind die ja drin. Perfekt. Geil. Dann ist das halt jetzt hier noch so die Ecke. Ja, gefällt mir. Das ist cool. Jetzt müssen wir farblich uns auch noch ein bisschen entscheiden und so ein paar Sachen noch machen. Und hier würde ich auch noch... ich weiß nicht. Keinen Kamin bauen. Vielleicht ein Sessel hier irgendwie in die Ecke ballern, was total abgefahren ist. Was abgefahren ist, habe ich gesagt. Spiel, hast du was Abgefahrenes für mich? So Rockersessel. Ich habe jetzt eh schon CC benutzt, deswegen... Ist mir das gerade so ein bisschen Wumpe, dass ich jetzt noch mehr CC benutze. Oder warte. Wenn er dann die Leute unterhält, steht er hier und macht das. Und dann kann man entweder da in der Bar sitzen oder man sitzt hier hinten und hat seinen Spaß mit. Das ist cool. Das ist eine coole Sache. Ja, wie gesagt, Fernseher hat er nicht. Er kocht da leidenschaftlich gerne. Gibt's euch in Gelb, das ist perfekt. Weil dann haben wir hier diese Töne drin. Und dann gucken wir mal, ob wir die Wände auch so ein bisschen... Ich mache die gerade mal komplett. Aber das ist ja auch so ein Sandlook, den ich ziemlich geil finde. Und dann bräuchten wir so einen Industriehaus-Look.
hier an der Wand zum Beispiel. Dass du hier den Industriehaus-Look hast. Da auch. Aber dann den anderen Wänden nicht. Das ist cool. Und das geht, das setzt sich im Badezimmer fort. Und im Schlafzimmer wiederum, sowas hier. Ja, geil. Boden, 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 Boden. Mm. Entweder sehr sauberes, hochwertiges Laminat, wie das hier. Das sieht sehr gut dazu aus. Und in der Küche dann halt was Abgefahrenes anderes. Sowas wie das hier zum Beispiel als Küchenboden. Kann ich mir halt mega gut vorstellen. Wie war das noch? Steuerung G? Nee. Steuerung S? Oh, nee. Das ist ja interessant. W, S, A, smooth. Da kann man ja, wenn ich Steuerung das drücke, da ist ja geil. Shift? Nein, dann kann das auch nicht gewesen sein. Ich vergesse es immer wieder. R, T, N, N. Oh mein Gott, das habe ich doch mal gelernt. Sims halbe fließen. Wie kann man jedes Mal wieder die wichtigsten Cheats bzw. Tastenkombinationen so vergessen? Google, komm schon. Ein bisschen flottige, vollgrottige. Ja, befließen. Nein, Sims 4, nicht Sims 3. Da. Ja, wo ist das denn jetzt hier mit halb? Steuerung F. Ah. Oh, War ich ja gar nicht mal so falsch. War nah dran. Du warst nah dran. So, keine Ahnung, ob ich hier noch was verlegen muss. Ne, alles gut. Gut, weil dann können wir nämlich halt auch solche Sachen machen wie das hier und uns angucken, ob danach andere cool aussehen würden. Ja, das ist halt schon für die Küche sowas ziemlich cool. Steinmuster. Oder halt hier auch den Boden anders. Wow. Alter, wie schick, wenn das jetzt andere Farben hätte. Das ist der Hammerboden schlechthin. Dann passt das zwar mit den Wänden nicht mehr, aber der Boden an für sich, ne? Geil. Ich hätte doch auch gerne was Creme. Ja, das ist ja fein. Und diesen Moment jetzt hier einmal. Steuerung F wieder entfernen. Und im Schlafzimmer kommt hier der gleiche helle Laminatboden rein. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Die Ecke hier wieder nicht ganz so, weil das so ein bisschen... Es ist ein bisschen zu... Also du kommst ein bisschen näher hier hin. So ein bisschen... Vielleicht kann ich das hier mit anpassen. Was ist denn sowas Ordentliches hatte? Jetzt ist es zwar auch ordentlich, aber nicht störend ordentlich. Also okay, finde ich geil. Alles klar, was haben wir noch? Teppiche ohne Ende. Irgendwas Abgefahrenes? Was nicht abgefahren, das ist voll ekelhaft. Sowas verliere ich doch nicht auf dem Boden, damit einem doch schlecht, wenn man ihn nur anguckt. Müsste ja, wenn dann hier so Groungy-Zeug sein. Steuerung plus. Ach, die werden halt immer so viel größer. Ich glaube, er ist nicht der Typ für Teppiche. Er hat einfach keine Teppiche, okay? Die gefallen mir in Weiß und in Schwarz besser. Okay, gut. Sehr schön. Die Ecke hier hinten ist halt... ist der ein anderer Farbbereich. Das ist nicht schlecht. Kann ja ein bisschen heller sein, dann ist das da so. Jetzt hätte ich gerne noch bei Dekoration für Wände. Da hatten wir doch Leuchttreffen. Wir hatten doch sehr viele Leuchtelemente überhaupt. Solche Sachen wie das hier zum Beispiel. Weil das ist ja hier Barbereich und das ist dann muss ein bisschen der Barbereich sein, ja? Das sollte ja schon so ein bisschen cool aussehen. Seriously, ist doch so. Okay, gut. Was haben wir noch, was wir da hinpacken können, was das Ganze ein bisschen cooler aussehen lässt? Das hier zum Beispiel. Gibt es euch auch in Gelb? Oh, cool. In hellem Weiß. Mhm. Ja, einfach nur ein bisschen Style reinbringen. Einfach, dass da irgendwas cool... Alter, scheiße, nein. Es gibt Grenzen. Er könnte ja früher als Polizist gearbeitet haben. Deswegen packe ich die Bildchen jetzt mal da rein. Das ist cool. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Gleichgewicht. Ah ja, hier noch so ein paar Flaschen hin, wenn man da irgendwo ran muss. Der Rest hat halt einfach überall alles verdeckt und in den Kisten drin. Dann haben wir da nicht so viel Außendeko. Und das ist auch ganz gut. Aber die Ecke sieht damit echt cool aus. Ich überlege nur gerade,
das größer machen? Entschuldigung, ich bin ans Kabel gekommen. Das größer machen? Nicht auch nicht schöner. Das wird auch nicht hübscher damit. Ich mache es nicht besser. Soll mir so Abfluss darstellen, ne? Rutschfester Teppich. Damit, wenn man hier kocht, nicht ausrutscht. Nee, so schön ist er jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich ihn verlegen will. Sowas ging ja noch eher. So Industrieteppiche halt. Um die Ecke da so ein bisschen spannend zu gestalten. Um die Ecke spannend zu gestalten, ginge das. Ginge voll klar. Das ist wenigstens ein bisschen Kruschelmuschel. Das ist apropos spannend. Wandgestaltung. So. Muss hin, ist einfach Pflicht. Ja, dann nehme ich jetzt aber CC-Bilder. Wahrscheinlich, weil ich werde hier nichts anderes finden, was so ein bisschen nach Metal aussieht. Oder Rock, oder... Weißt du Bescheid, ne? Sollte nicht, nehmen das hier. Steht auf sowas, könnte ich mir voll vorstellen. Poster passen zu ihm. Das ist so cool. Das ist cool. Also man braucht auch sonst nicht viel mehr anwenden. Man muss uns nicht übertreiben. Können auch andere Sachen sein. Zum Beispiel hängt hier so ein Käppi an der Wand. Das ist noch eine Sache, die kann man machen und so, ne? Das ist kein Ding. Was könnte sonst noch an die Wand kommen? Ja, ein, zwei von den Dingern kann man ja ruhig auch mal irgendwo, wenn das noch passt. Passt nicht, schade. Ein Feuerlöscher. Ja, das ist eine andere Sache. Der kann da ja echt an die Wand. Ich muss auch gucken, wo mein Feuerlöscher eigentlich ist. Gartenschlauch, wer braucht denn sowas? So eine goldene Plakette brauchen wir auch nicht. Aus Wix, genau, aus Witz und Jux. Und da habe ich Wix draus gemacht. Jux und Witz zusammen in meinem Kopf ergibt Wix. Alles klar. Schön, danke, liebes Gehirn. Danke, vielen Dank dafür. Aus Jux und Witz und Tollerei einfach hier so eine Speisekarte hin, weil er ja gerne kocht und all das. Passt das, glaube ich, ganz gut und sieht ganz cool aus. Badezimmer. Sind auch ein bisschen siffiger, würde ich behaupten. Stinknormale Toilette und ganz normale, stinknormale Dusche halt auch nicht. Machen wir das so nach da? Ja, machen wir das nach da. So. Bisschen anders von der Gestaltung als beim anderen Badezimmer, aber das passt ja so. Hier so ein angeschlagener Spiegel auch. Klorolle. Handtücher nebendran. Sieht ja mega hässlich aus. Komm, dann machen wir das. Ja, ist nicht viel besser, aber ja. Handtuchhalter sind halt nicht das Schönste, was es gibt auf der Welt. Eher so das Gegenteil davon. Badezimmer, Fußboden gedüht. Was soll das da stehen? Das ist doch nicht schön. Was haben wir hier Schönes? Ja. Wenn man da aus der Dusche kommt, ist das jetzt ungünstig. Dann nehmen wir das da. So. Nein. So. Gott, der Stapul hat der da doch im Stehen drauf, ey. Ist dann halt so, ne? Wird dann halt im Stehen drauf gepullert. Der pinkelt 100 pro im Stehen. Das wäre so toll. Warum gehen die Skripte davon nicht mehr? Es ist so sad. Oh, Mann. Das ist lustig. Als extra Badezimmerlampe noch. Würde ich es aber tatsächlich nicht mehr machen. Ist halt einfach nur ein Bad. Schlafzimmer könnte jetzt noch interessant werden. Ich könnte mir vorstellen, dass er jemand ist, der mit so einem großen Bett an der Wand schläft. Also ich mag das, wenn große Betten komplett an der Wand stehen und man schläft dann halt einfach auch so komplett an der Wand. Ich finde das gemütlich. Ich mag das. Gucken wir mal, was haben wir denn hier für Gestaltungen? Mit einem alten Apple-Symbol. Ja, warum denn auch nicht? Hatten wir nicht immer jetzt hier so viele Kissen mal? So eine ganze Kissenbatterie? Jawohl. Dekorieren wir das Ganze ein bisschen. Wir spielen ja den Charakter eh nicht bewusst.
So. Da kann man auch Dekorationen nehmen, die dann später halt nichts mehr bringen. La 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 la. So, hier über den Nachttisch. Wenn ich hier schon CC benutzt habe, ich sonst nichts Gutes, ne? Soll mal sowas machen. Kann ich mich auch mal austoben, möchte ich auch mal machen. Hutschachtel, nein. Nein, 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 nein. Was gibt's denn da noch? Hässlicher Blumenpott. Das ist doch super. Großer Schrank. Das zählt auch als Wäscheschrank. Das da zählt auch als Wäscheschrank. Okay, was heutzutage alles als Wäscheschrank zählt, ne? Hier, da, das schäbige Pendant dazu. Nee, das geht nicht. Das passt nicht zu dem doch etwas akkurateren Bett. Das passt dann dafür eher. Dich gibt es nicht zufällig. Nein. Okay, ich gebe es nicht in anderen Farben. Schade. Das hier für... Entschuldigung. War so eine spontane Brechreizreflexreaktion. Hätten wir dann hier irgendwas, was wir da drüber hängen können? Ja, so ein Vampirteil. Hier so ein bisschen was Moderneres. Guck, noch ein Riss durch die Wand. Ja, wobei, das kann man eigentlich nur bei solchen Sachen hier machen. Was ist denn hier noch mit einem Riss durch die Wand? Ja, sehr schön. Hat dann nur ein ganz kleines Schlafzimmer, weil er da einfach nicht mehr braucht. Er braucht da halt einfach nicht mehr. Hier so ein bisschen Siffer an den Wänden. Das geht noch. Dual Canvas. So verschiedene Varianten. Oh, das ist cool. Mein Häschen, oh. Also ein bisschen bieder ist sein Schlafzimmer halt. Weil das ist einfach so ein bisschen bieder in his life, ja. Das hat er da halt einfach. Bieder your life. Mancher hat halt nicht so den, obwohl er so ein Rocker-Opa ist, so den Ultra-Style. Abgesehen davon fehlen mir da einfach auch die Design-Tools für. Um aus ihm da so einen ganz harten Rocker-Opa zu machen. Hier noch vielleicht ein paar mehr Blumen drinstehen. Oder noch eine Gitarre. Ich bin dafür, dass er hier noch eine Gitarre stehen hat. Bei Music. Guck, wir sind mit unserem Geld hier auch am Ende. Ich finde, das passt schon zu ihm. Es ist ein bisschen peppiger, flippiger, durchgeknallter. Nicht so langweilig, normalo-mäßig. Ich finde, das gucken wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Ich finde, das ist schon ein ziemlich geiler Style. Also, kommst hier rein, kannst deine Sachen alle aufhängen. Hast hier ein bisschen Kunst und Krempel und siehst halt gleich, okay, da geht die Party ab, hier gibt es was zu trinken. Da kann man halt, oh Gott, damit, das wird warm im Nacken. Da kann man halt sich schon hinsetzen, was essen oder wenn sowas will. Hier wird für Unterhaltung gesorgt und da kann man kochen. Und das Zusammensitzen steht im Mittelpunkt bei unserem Rocker-Oper. Gibt es ordentlich Musik den ganzen Tag lang, ohne Ende plodden. Sonst hat er nicht viel, ist ein bisschen karger eingerichtet, ein bisschen mehr Industrielook. Dafür hat er mega, mega die abgefahrene geile Küche. Hat voll die geile Küche. Und ziemlich simples, einfaches Schlafzimmer, weil er einfach nicht mehr braucht. Könnte ja auch Mama und Papa eventuell sein. Ne? Sport und solche Sachen mag er halt auch ganz gerne, aber sonst ist das hier einfach nur so. So zweckmäßig, ne? Ist einfach zweckmäßig eingerichtet. Und das hier ist so ein bisschen sein Lifestyle. Ich finde das cool. Ich finde, das passt zu ihm. Auch die Farben sind was anderes. Jetzt hätte ich jetzt wieder irgendwie nur schwarz oder sowas genommen. Ist das nicht unbedingt nur der Rocker-Opa-Style? Und ja, cool. Also auch das Badezimmer ist einfach zweckmäßig alles. Sein Hauptaugenmerk liegt einfach auf der Küche, die halt ein bisschen cooler ist. So in den Mitteln. Ja, so ein bisschen älter bin ich halt auch, ne. Na, nice. Kannst du das mal, den Grillkäse fortsetzen oder sowas? Wäre schon ganz cool. Kann ich ein cooles Foto so von hier aus schießen? So ein bisschen was hiervon zu zeigen schon für Thumbnail? Ja, ziemlich cool. Ja, doch. Kann ich mir vorstellen, dass das seine Liga wird. Das ist, ja. Es guckt auch nichts raus. Es scheint auch alles benutzbar zu sein. Dann, haben wir hier die Rouladenwohnung, ja. Dann nehmen wir jetzt hier, nenne ich das auch so. Das ist, ja, es ist quasi eine Küche. Rouladenküche. Das ist die Rouladenküche. Kann man ein anderes Foto nehmen, bitte? Von einer anderen Perspektive? Wäre das machbar? Wow, da braucht aber ganz schön. Ja, die Perspektive ist besser. Die ist besser. So, die Rouladenküche. Und dann werde ich jetzt noch alles entsprechend abspeichern. Und ich freue mich auf eure Geschichten zu unserem
Schon Rock, Herr Opa. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Zimmer frei. Natürlich ansonsten noch beim regulären Let's Play. Ist klar, da entwickeln sich momentan ziemlich erschreckende Sachen mit der Claudia Zeitungsente und ja, ich habe Angst. Passt das vor das Schlafzimmer dahin? Oh, es passt hin, tatsächlich. Ja, ich speichere hier gerade, ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.